Ja, schönen guten Abend, liebe Freunde. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Es gibt jetzt gerade laufende Ermittlungen gegen die ehemalige Sozialsenatorin Breitenbach. Hintergrund ist ihre, aus meiner Bewertung, rechtswidrige Anordnung, dass man bei sogenannten moldawischen Asylantragstellern die entsprechenden Leistungen im dreimonatigen Vorauszahlungsverkehr hat ermöglichen lassen. Das war ein ganz klarer Verstoß gegen laufendes Recht und Gesetz. Und interessanterweise hat im Jahr 2021 die Staatsanwaltschaft in Berlin das nicht ganz so ernst genommen. Jetzt hat der LBB nachgehakt und wir haben dort die Linie auch dementsprechend unterstützt und gesagt, das ist ein rechtswidriges Verhalten, was so nicht geduldet werden kann. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich, dass der Rechtsstaat hier offenbar ein Stück weit seine ursprüngliche Aufgabe wieder aufnimmt und auch nicht vor Senatorinnen, ob im Dienst oder außer Dienst, Rücksicht nimmt, sondern dementsprechend versucht, dann auch Klarheit zu schaffen. Und das ist auch der richtige Weg. Und so muss es auch gehen. Und wenn rechtswidriges Verhalten von einem Senator oder Senatorin begangen wird, ist das zu ahnden und dann dementsprechend auch zu verfahren. Und dementsprechend bin ich sehr froh dafür, dass wir aktuell zumindest die Ermittlungen haben, wie sie sind. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Alles Gute, euer Carsten.